Hallo und herzlich willkommen zum Webinar Zimmer in der Praxis, Anwendungsbeispiele mit dem Herrn Kai Schlabitz von Schneider Elektrik. Mein Name ist Sebastian Kosmers von der DKE. Und ja, das Seminar wird heute Herr Kai Schlabitz, Smart Grid Architect von Schneider Elektrik Operations Consulting GmbH, halten. Und außerdem ist Herr Schlabitz in der Gruppe Netzleittechnik, in der Normierungsgruppe Netzleittechnik. Und ja, ein paar ganz kurze Worte zu mir. Mein Name ist Sebastian Kosters, ich bin Referent bei der DKE für den Bereich Smart Energy und darf heute als Moderator tätig sein. Und das war es im Prinzip jetzt auch schon zum Organisatorischen. Und ja, dann übergebe ich jetzt an Herrn Schlabitz. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Danke, Herr Kosslers. Gut, ich werde Ihnen heute was über die Verwendung von CIM, also vom Common Information Model, als Austauschformat zwischen Unternehmenssystemen und der Netzleittechnik erzählen. Wir bei Schneider Electric setzen CIM als unser Standard-Austauschformat zwischen unserer Netzleittechniklösung ADMS und verschiedenen Systemen, die in der Netzbetreiberumfeld laufen, ein. Typischerweise werden bestimmte Daten in der Netzwerktechnik selbst gehalten, wie zum Beispiel die SCADA-Daten, das heißt die Adressdaten über Unterstationen und die Kommunikationswege dazu. Aber für viele weitere andere Module, die zum Beispiel wie die Topologie, wie Leistungsflussberechnung, State Estimation, Fehlerberechnung, Störfallmanagement und ähnliche, wird ein komplexeres Netzmodell benötigt. Diese Daten werden nicht rein im Netzwerksystem gepflegt, sondern idealerweise werden die über Datenaustausch auf anderen Systemen übermittelt. Die Ziele der Integration sind dabei hier aufgelistet. Das heißt, das Ziel ist es, ein Single Version of the Truth Konzept zu etablieren, um entsprechende Einsparungen in den Engineering-Kosten zu erreichen. Das heißt, hier in Unternehmen der Netzversorger pflegen meistens die geografischen Daten in sogenannten GIS-Systemen, wo sie die einzelnen Betriebsmittel verorten und zusätzliche technische Daten dazu eingeben. Das heißt, wo ist ein Asset positioniert, welche Dimensionen hat es, was für ein Querschnitt zum Beispiel bei Kabeln und mit wem ist so ein Element verbunden. Diese Daten befinden sich im GIS, werden aber auch für Funktionen wie Leistungsflussberechnung oder die Topologie auch im Netzwerksystem benötigt. Um diese Informationen nicht doppelt eingeben zu müssen und damit Geld zu sparen, wird also eine Integration benötigt. Hier sieht man auch, dass ein solches Netzwerksystem kein Silo mehr ist, sondern es hat Schnittstellen zu diesen IT-Systemen der Netzbetreiber. Aber natürlich sind diese Systeme abgeschottet, das heißt, entsprechende Firewalls sind gegeben und es findet keine direkte Kommunikation in die Produktivsysteme statt, sondern nur in die Datenaufbereitungssysteme. Hier reden wir auch nicht von einzelnen Integrationen, das heißt, zu einem Beginn eines Projektes wird das komplette Datenmodell geladen und gut ist. Nein, die Netze sind dynamisch, es werden inkrementelle Updates benötigt. Das heißt, ein neuer Abgang wird geplant, ein entsprechendes Ortsnetz. Dann werden diese Daten im GIS-System vorbereitet und müssen über so ein inkrementelles Update weitergegeben werden. Dafür wird ein Thermo auch schon genutzt. Ein weiteres Ziel der Integration ist, mehr Funktionalität zu schaffen. Zum Beispiel Niederspannungsnetze in einem herkömmlichen Netzleitsystem einzugeben, ist ein großer Aufwand und die Daten liegen derzeit schon im GIS vor. Also dient auch die Integration zur Verbesserung der Netzführung. Auch Themen wie Fehlersuche können auf Basis von heutigen Technologien noch deutlich verbessert werden. Zum Beispiel, wenn jetzt die Niederspannungsnetze bereits vorhanden sind über den GIS-Import,
kann durch zusätzliche Einbindung von Advanced Metering Infrastructure Systemen, die auf den Smart Metern beruhen, oder auf, aus Informationen von Callcentern eine Optimierung der Entstörung durchgeführt werden. Warum wird hier TIM gewendet und warum nutzen wir das TIM als Standard für unser Produkt? Also das heißt wirklich, wir, wenn wir mit Kunden sprechen über eine Integration, geben wir, sagen wir speziell, wir bevorzugen TIM, weil das der internationale Standard ist für exakt diesen Datenaustausch. Er ist speziell entwickelt für die Anforderungen von Netzbetreibern, den Austausch von solchen Modellen. Der Vorteil hier gegenüber flachen Imports, die wir heute über ODWC oder ASCII-Daten kennen, ist, dass hier eine eindeutige Semantik vorherrscht. Das heißt, jeder versteht die einzelnen Bezeichnungen, da sie in dieser Norm definiert sind. Hier auf der rechten Seite sieht man ein Beispiel einer XML-basierten Datei, die einen kleinen Ausschnitt eines Netzes zeigt. Auch ein ganz wichtiger Aspekt ist das Konnektivitätsmodell, das im TIM hintersteckt, das speziell zugeschnitten ist auf Stromnetze, das mit spezifischen Erweiterungen auch für Gasnetze teilweise verwendet wird. Dieses Konnektivitätsmodell, anhand dieses Konnektivitätsmodells kann man also die Topologie eines Netzes bilden. Das ist auch der wichtigste Aspekt einer Integration von zum Beispiel Niederspannungsnetzen. Wenn dieses Konnektivitätsmodell zum Beispiel nicht im GIS vorhanden ist, ist auch das Ergebnis dieser Integration nur sehr gering, weil man dann immer noch die Konnektivität der einzelnen Modelle händisch nachführen muss. Ein weiterer Vorteil von TIM ist, dass man sich hier nicht auf ein konkretes Austauschformat, dass hier kein konkretes Austauschmedium definiert ist, sondern dass man verschiedene Formate nutzen kann. Wir zum Beispiel intern verwenden Webservice für den Online-Datenaustausch, aber auch Dateitransfer für den Transport von Massendaten. Wie realisieren wir solche Schnittstellen? Typischerweise kommen die Daten zu uns über einen Enterprise Service Bus, wie man auch vorher gesehen hat. Das heißt, es gibt auf jeder Seite des Enterprise Service Bus einen Adapter vom Quellsystem und einen Adapter vom Zielsystem, um die Daten auszulesen. Wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel in einem Kundenprojekt der Kunde das Thema State Estimation oder Leistungsflussberechnung angefragt hat und wir wollen zusammen das Datenmodell entwickeln, gibt es ein spezielles TIM-Profil von unserer Sicht, was die Datenmenge umschreibt, die für diesen Import benötigt werden. Der Kunde hat in diesem Fall die Aufgabe, erstmal zu analysieren, wo, in welchem Bestandssystem, in welchem Quellsystem stehen denn überhaupt diese Daten. Das ist vorzugsweise natürlich ein System, kann aber auch aus mehreren Systemen erfolgen. Das heißt, hier folgt ein Mapping der Bestandssysteme mit dem Profil. Dann ist die Frage, hat das Zielsystem bereits solche das Quellsystem bereits solche Exporter? Das ist natürlich der Idealfall. Ansonsten werden hier meistens projektspezifische Entwicklungen angegangen. Diese projektspezifischen Entwicklungen werden oft von uns selbst als Hersteller durchgeführt, weil wir die TIM-Struktur schon sehr gut kennen und auch die entsprechende Erfahrung mit vielen Systemen haben. Es ist aber auch oft so, dass sie von Kunden spezifisch entwickelt werden, also vom Kunden selbst entwickelt werden. Das hat noch einen größeren Vorteil der Flexibilität, weil der Adapter dann auch einfacher mehrere Funktionen genutzt werden können und nicht nur als reine Schnittstelle zum Netzleitsystem. Wie werden die Systeme ausgekoppelt? Sie werden typischerweise, ist die effektivste Methode, diese über das Programmierschnittstelle der Quellsysteme auszukoppeln, weil dies die performanteste Lösung typischerweise ist, um Daten auszulesen. Wichtig zu wissen dabei ist auch, dass auch zum Beispiel die GIS-Systeme, dass wenn zwei Netzbetreiber das gleiche GIS-System vom gleichen Hersteller haben, heißt das nicht, dass 100% auch die gleichen Methoden verwendet werden können, da oft die interne Datenstruktur bei solchen GIS-Systemen unterschiedlich ist. Das heißt, da können unterschiedliche Tabellenbezeichnungen vorliegen, da können unterschiedliche Zuordnungen sein. Das heißt, auch wenn es hier Standard
Adapter vorhanden sind, müssen sie immer projektspezifisch angepasst werden. Eine weitere Anpassung, die oft erforderlich ist, ist die Anpassung der Importe auf projektspezifische Erweiterungen. Zum Beispiel ein neues Feature oder ähnliches. Das heißt, auch dann müssen diese Schnittstellen angepasst werden und ein neuer Import entsteht. Wie erfolgt die ZIM-basierte Netzmodellerstellung? Wir unterscheiden dabei zwischen einem Massenimport und einem inkrementellen Import. Das heißt, aus einer oder mehreren Quellen importieren wir Daten. Die sind eine der wichtigsten Quellen ist BIS. Es können aber auch Informationen aus Asset Management Systemen oder aus Kundeninformationssystemen sein. Wenn mehrere Quellen vorhanden sind, dann müssen zuerst die Daten zusammengeführt werden. Wir haben uns in unseren Projekten auf eine abgangsbezogene Aufteilung der Daten entschieden. Theoretisch kann man ein gesamtes Stromnetz in einer XML-Datei darstellen oder abspeichern, aber solche Abgänge, das heißt Abgang inklusive des Ortsnetzes bis zu der Netztrennstelle, kann in so einer XML-Datei bis zu 500 MB groß werden. Deshalb haben wir uns hier auf die abgangsbezogene Aufteilung der Dateien entschieden. Dann erfolgt ein dateibasierter Import und für die Netzmodellerstellung ergänzen wir Standardwerte, die nicht in den Quellsystemen vorhanden sind. Auf Basis dieser Importdaten erfolgt eine automatische Validierung des Imports und es werden Fehler zum Beispiel festgestellt, wenn zum Beispiel irgendwelche Elemente nicht verknüpft sind. Anhand dieser Daten, mit den geografischen Daten aus dem Informationssystem und auch mit den Beziehungen zwischen den Elementen, lassen sich dann nicht nur das Datenmodell automatisch erstellen, sondern auch komplette Bilder. Das heißt, wir nutzen diese importierten Daten über das ZIM, um automatisch geografische Bilder für alle Spannungsebenen darzustellen. Das heißt, wir erstellen daraus gemeinsame Bilder für Niederspannungsnetze, Mittelspannungsnetze und Hochspannungsnetze. Bevor diese Netze dann die neuen Datenmodellstände in den aktiven Betrieb übergehen, erfolgt ein manuelles Testen des Netzmodells vor Aktivierung. Dafür gibt es dann wiederum dedizierte Zonen. Das heißt, das Modell, das ZIM-basierte Modell kommt an, wird verifiziert und dann aktiviert. Diese Aktivierung erfolgt dann über einen Schaltplan. Das heißt, oder bei uns zufällig über einen Schaltplan. Das heißt, die Datenmodelländerung wird dann eingespielt, wenn auch der entsprechende Umschluss im aktiven Betrieb, also im Vorortbetrieb, erfolgt. Wie sieht das Kommunikationsmodell zu dieser Aktivierung aus? Wir nutzen hierfür zwei verschiedene Arten der Kommunikation, um speziell diesen GIS-Import zu realisieren. Das hängt damit zusammen, dass der Datenumfang für solche Änderungen sehr groß sein kann. Das heißt, wir benachrichtigen den GIS-Importer in unserem ADMS über Notifikationen. Die eigentlichen Daten werden aber parallel in einem NFS-Share abgelegt, aus dem sie dann gewonnen werden. Die Ergebnisse sind damit solche Netzbilder, die wir dann daraus erstellen können. Das heißt, hier sieht man eine hinterlagerte Landkarte und oben überlagert die geografischen Informationen dieses Systems. Das heißt, hier kann man sehen, die Niederspannungsnetze in einem volloperativen Netzbild. Das heißt, es ist nicht nur die Visualisierung der geografischen Daten, sondern es ist vollautomatisiert. Man kann die Topologie verfolgen, man kann tracen und ähnliche Sachen. Und diese Funktionen wären ohne den ZIM-Import nicht möglich, weil hier der Engineering-Aufwand für die Realisierung solcher Sachen viel zu aufwendig wäre. Ein anderes Beispiel ist diese Outage-Management-Darstellung. Das heißt, hier nutzen wir die Informationen aus zum Beispiel Smart-Metering-Events, die in dem Niederspannungsnetzausschnitt über ANI-Symbole gekennzeichnet werden und Callcenter-Informationen, die über Telefonanrufe gekennzeichnet werden, über Symbole. Und
leiten aus diesen Informationen Störungszustände ab aus Netzen, die ohne Automatisierung gemeldet werden. Das heißt, über Zusatzinformationen generieren wir zusätzliche Informationen, um den Störfallprozess zu erleichtern. Das war auch schon der schnelle Einblick in das Vorgehen dieser Zinnutzen. Das heißt, der erste Schritt ist, wir geben ein Profil vor, das den Datenumfang beziffert, den wir für unsere Netzmodelle benötigen. Der nächste Schritt ist das Mappen dieser Daten zu den Quellsystemen des Kunden und entsprechend auch die Anpassung der Datenmodelle. Der nächste Schritt ist die Realisierung der Schnittstelle selbst. Der bevorzugte Weg ist natürlich, wenn das Quellsystem schon einen entsprechenden Adapter verfügt. Wenn dieser noch nicht da ist, realisiert das entweder der Kunde oder wir über die API. Diese Informationen können dann über entsprechende Web-Services oder über Datenaustausch in Form von XML-Dateien realisiert werden. Das war es auch schon von meiner Seite. Als kleine Einführung zum Thema CIM, wie wir das praktisch nutzen. Und ich stehe jetzt für Fragen zu dem Thema bereit. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Schwabitz. Für Sie zur Information, was wir auch machen. Wir werden diesen Vortrag auf YouTube hochladen, beziehungsweise eben auch auf der DKE Webseite zur Verfügung stellen. Wenn Sie weiteres Interesse oder Interesse an weiteren Vorträgen von CIM haben, dann finden Sie dort unter YouTube und auf der DKE Homepage unter CIM finden Sie Vorträge zum Thema Einführung, auch weitere Themen zum Thema CIM. Und das nächste CIM-Webinar, sage ich jetzt schon mal, wird im September sehr wahrscheinlich stattfinden. Den genauen Termin geben wir noch bekannt. Was schon feststeht, ist, dass am 19. Oktober hier in Frankfurt ein CIM-Workshop stattfinden wird. Das wird kein Webinar, sondern das wird ein echter Workshop. Und ich würde mal tippen, Herr Schlabitz, Sie sind mit dabei? Genau, ich bin mit dabei. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis. Wir hatten ursprünglich geplant, dass noch ein zweiter Themenpunkt heute kommt. Das ist das CGMS, dass wir das für den Austausch in den Hochspannungsnetzen mit der NZOE genutzt wird. Da war der Herr Diel heute eingeplant. Der ist leider krank geworden. Und dieses Thema möchten wir auch in einem Nachfolgewebinar noch aufnehmen. Super, ja, vielen Dank und Herr Schwabitz, vielen Dank für dieses Update und auch beste Grüße an Herrn Diel. Falls Sie, liebes Publikum, noch Fragen haben, die Ihnen vielleicht später einfallen, unter dke-webinare@vde.com können Sie gerne auch noch nachträglich Fragen stellen. Von meiner Seite aus nochmal recht herzlichen Dank, Herr Schwabitz, für dieses sehr aufschlussreiche und informative Webinar. Gerne. Ja, genau. Also wenn Fragen sind, haben Sie ja schon gesagt, auch an mich persönlich, können Sie die auch über Herr Koslas oder mich stellen. Meine Kontaktdaten stehen dann auch entsprechend in den Impulsensatz mit drin. Super. Ja, nochmal recht herzlichen Dank, Herr Schwabitz. Auch recht herzlichen Dank an Sie als Publikum. Ansonsten bleibt mir noch zu wiederholen, wie gesagt, im September haben wir dann das nächste Webinar zum Thema CIM und am 19. Oktober, Sie sehen es gerade, laden wir ein zum CIM-Workshop. Da schicken wir auch die Einladungen bzw. schalten wir die Webseiten, auf denen Sie sich anmelden können, dann noch online. Und an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal recht herzlich und freuen uns auf das nächste Webinar mit Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.